Morgen, ihr Lieben. Ja, mein erstes Live-Video, nachdem ich die Gruppe umbenannt habe. Ja, es war mir wichtig, nochmal einen Schritt klarer zu werden, worum es eigentlich wirklich geht, weil ich gehe immer davon aus, dass um das, worum es mir geht, weil wir ja alle eins sind. Hallo, guten Morgen, Maria. Das, worum es mir geht, darum geht es für alle. Also wir sind, das ist einfach so, wir glauben es zwar immer, dass wir einzigartig sind in unserer Situation, in unserer Problematik, in unserer Geschichte und dass wir einzigartige Wege zu gehen haben und ja, aus meiner Sicht ist es nicht so. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir alle eins sind, dass wir verbunden sind durch etwas, durch zwei Seiten. Wir sind sogar durch zwei Sichtweisen, zwei Verständer verbunden. Und zwar sind wir einmal durch diesen kollektiven Mind, durch all das verbunden, worüber wir konditioniert sind, worüber wir informiert sind, worüber wir aufgeklärt sind, ja. Wir sind alle über eine Sichtweise verbunden. Wir sind alle über spezielle Überzeugungen verbunden, die wir teilen. Wir teilen alle zusammen ganz, ganz viele Ansichten, die uns verbinden. Die einen sind mehr davon überzeugt, zum Beispiel von irgendwelchen Gefahren, die lauern. Jeder hat seine Überzeugungen, aber die Schnittmenge ist für alle gleich. Darüber sind wir verbunden. Und wir suchen ja auch die Verbindung. Wir wollen uns ja verbinden. Wir wollen uns richtig fühlen. Wir wollen Bestätigung haben. Wir wollen uns angekommen, verbunden, im menschlichen Verbund fühlen. Und wir kennen einen Weg und das ist der Weg über geteilte Einstellungen, über geteilte Überzeugungen, über geteilte Ablehnungen, über geteilte Angst vor einem gemeinsamen Feind, den wir alle sehen. Aber Leute, diese Verbindung ist nicht die wahre Verbindung. Das ist die Verbindung, die wir uns, unser menschlicher Verstand, unser menschlicher Geist sich sucht und den auch kennt. Aber unsere wahre Verbindung, wo wir wirklich, wirklich eins sind, manche nennen es auch die Herzensverbindung, die liegt in unserem göttlichen wahren Sein. In dem Sein, das eigentlich nichts von dieser Seite hier kennt, in dem Verstand, in dem göttlichen Verstand, der ganz anders gepolt ist, der ganz andere Ansichten hat, der ganz andere Überzeugungen hat. Ich mache ein Beispiel für euch. Diese Seite ist überzeugt von Mangel. Dieses Mangeldenken, dieses Mangel sehen, dieses Mangel fühlen, dieses Mangel handeln, das in unserer Gesellschaft so tief verankert ist, geht davon aus, dass wir in einem begrenzten, mangelnden, mit Mangel ausgestattet, fehlerhaften, fehlenden Universum leben. Und das ist eine Illusion. Ich gehe so weit zu sagen, das ist eine Lüge. Die Wahrheit liegt auf dieser Seite. Die Wahrheit liegt auf diesem göttlichen, unbegrenzten Bewusstsein. Auf diesem göttlichen Verstand, der das weiß, der versteht, dass diese Seite hier lügt. Und der die Wahrheit kennt und spürt. Und diese Wahrheit ist so leicht zu kennen und zu spüren, weil die fühlt sich nach Herzenswärme, Herzensliebe,
nach Vertrauen, nach völliger Hingabe, nach absolutem Verliebtheitsgefühl an und ist die göttliche Wahrheit. Das ist der göttliche Anteil in dir, der weiß, wer du wirklich bist und der weiß, wie das Leben wirklich funktioniert, wie das Universum wirklich funktioniert. Der weiß, wofür du hier bist, der weiß, dass du großartig bist, dieser Teil weiß, dass du unbeschränkt bist. Und das ist dieses Bewusstsein, und hier sind ja noch sehr viele von Dr. Joe Dispenza, die hier hingekommen sind, das ist dieses Bewusstsein, wo du nichts und niemand an keinem Ort zu keiner Zeit bist. Und in diesem Bewusstsein sind wir alle gleich. Und wenn wir alles, jede Identität, jede Vorstellung, jede Einschränkung von dieser Seite aus diesem Bewusstsein rausnehmen, dann fühlt es sich an wie reine, pure, bedingungslose Liebe. Weil das ist das, was übrig bleibt, wenn dein ganzer menschlicher Verstand seine Klappe hält. Das ist das, was übrig bleibt, wenn deine Geschichten ruhig sind, wenn deine Stories, die Ängste initiieren, ruhig sind. Wenn du weißt, wer du wirklich bist, in aller Sicherheit, in aller Fülle, dann fühlt es sich so an. Jetzt ist hier aber eine riesengroße Hürde, weil dieser menschlich konditionierte Verstand, der ist so laut. Der schreit dich den ganzen Tag an. All das, was er gelernt hat, Achtung, Vorsicht, aufpassen, das kann nicht gehen, das darfst du nicht, hier darfst du nicht so sein, dort darfst du nicht so reagieren und so weiter und so fort. Dieser Verstand ist so, so laut, weil es auch der Verstand ist, der nicht nur aus dir heraus scheinbar spricht, sondern aus allen anderen Menschen, aus allen anderen Situationen. Und das ist dieser Verstand, der deine Emotionen, der deine Gefühlslage kontrolliert. Du wachst am Morgen auf. Ohne einen Grund hast du Angst. Kennst du das? Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte ich morgens aufgewacht bin und mein erster Gedanke war, oh mein Gott, wie soll das gehen? Hauptsächlich finanziell. Oh mein Gott, wie soll das bezahlt werden? Oh mein Gott, wie soll das weitergehen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Mein ganzes Sein war so stark von Angst geprägt, im Zusammenhang mit meinen ganzen Vorstellungen, mit meinem Weltbild, dass es keinen Morgen oder fast keinen Morgen gab, an dem ich nicht aufgewacht bin und mir Sorgen gemacht habe. Um irgendetwas habe ich mir Sorgen gemacht, auf jeden Fall. Irgendetwas kam immer in mein Bewusstsein, wurde von meinem menschlich konditionierten Verstand in mein Bewusstsein geholt und hat mir Angst gemacht. Und zuerst ist dieses Gefühl, das du merkst. Du merkst zuerst ein Gefühl. Du merkst zuerst immer ein Gefühl, eine Emotion in deinem Körper. Aber vor dieser Emotion ist eine Überzeugung. Und ich sage ganz bewusst nicht Gedanke. Weil sonst suchst du einen Gedanken, der eine Emotion. Aber das ist ein ganzes Konstrukt. Druckt von Überzeugung über dich, wer du bist in diesem Leben, wer die anderen sind in diesem Leben und wer welche Macht über dich hat. Es ist ein Opfer-Überzeugungskonstrukt, Lügenkonstrukt, das in jedem von uns implementiert worden ist, auf die eine oder andere Art. Und deswegen aktiv ist. Und es aktiviert sich durch diese sogenannten Triggers.
Und wenn da so ein Trigger aktiv ist, nur ein Trigger, dann aktiviert sich dein ganzes Überzeugungskonstrukt, dein ganzes Selbstbild, dein ganzes Weltbild, dein ganzes Fremdbild mit einem sogenannten Knopfdruck. Bäm! Und dann geht ein ganzes Softwareprogramm los, das in jeder Zelle dir eine Emotion generiert. Und hinterher hast du dieses Identifikationsprogramm, das dir sagt, ich bin ängstlich. Ich bin in Gefahr. Und du weißt, dass diese Affirmation, ich bin, eine der stärksten Affirmationen sind. Aber die Wahrheit ist, ich fühle Angst. Ich fühle Gefahr. Das ist ganz, ganz was anderes, wenn du dir das mal bewusst machst. Aber diese Identifikation mit den Emotionen, die in dir generiert werden durch dieses Überzeugungspackage, das gerade läuft und aktiviert ist, ist nicht du. Das bist du nicht. Du bist was ganz anderes. Du bist ein göttlich perfektes Wesen, das sich hier gerade neu ausrichtet und neu kalibrieren darf und weiß, dass diese konditionierte Denkweise, Überzeugungsweise nicht deiner göttlichen Wahrheit entspricht. Und jetzt geht es darum zu lernen, wie denkt, fühlt und handelt meine göttliche Wahrheit? In einem Kurs im Wundern wird es besprochen, so, was würde die Liebe sagen? Was würde die Liebe machen? Aber das ist ganz schwer zu beantworten, solange diese konditionierte Seite aktiv ist und dich in eine Energie, in einen Seinszustand, in eine Schwingung versetzt, wo du hier nicht hinkommst, wo du nicht hinkommst, wo du die Antwort nicht findest, was würde die Liebe sagen? Weil du in der Schwingung bist, was würde die Angst sagen? Was sagt die Angst hier so krass mir die ganze Zeit, wo überall die ganze Gefahr für mich lauert? Und das ist nicht der innere Saboteur. Es gibt so viele Menschen, die sind mir auch im Coaching begegnet, die versuchen, ihren inneren Saboteur irgendwie zu handeln. Aber das ist viel mehr, weil das ist nicht dein innerer Saboteur, sondern das ist deine ganze Konditionierung, die aktiv ist. Und solange diese aktiv ist, ist sie aktiv. Und du hast das Gefühl, er ist ein innerer Saboteur. Aber du hast dich wie so in einen falschen Computer eingeloggt, eingehackt. Und dass du dir die Erlaubnis geben kannst, dich in diesen göttlichen Computer einzuhacken, einzuloggen, der die liebende Intelligenz ist, der die intelligente Liebe ist, darum geht es. Und aus meiner eigenen Erfahrung braucht es halt noch einen Schritt mehr, als nur in eine Meditation zu gehen, kurz mal dieses Gefühl der Wahrheit zu haben, wer ich wirklich bin, das ist schon mal ganz toll. Aber aus diesem Gefühl, aus diesem Seinszustand deiner Göttlichkeit, deiner Perfektion, deiner Liebe heraus zu leben, zu denken, zu fühlen und zu handeln, das ist ein Job. Weil du bist es so gewöhnt aus diesem, viele sagen auch dem Ego, was ich hier jetzt beschreibe, aber ich mag das Wort Ego nicht, weil es dir vorgibt, dass es du bist. Aber du bist es nicht, sondern es ist ein aktiver Überzeugungsapparat, der dir unbewusst, quasi hypnotisch in ganz jungen Jahren eingetrichtert worden ist und sich im Laufe deines Lebens, wo du älter wurdest und älter wurdest, immer wieder remanifestiert hat, weil er ja immer wieder reaktiviert und aktiv war und immer wieder die gleiche Scheiße in dein Leben getreten ist, weil dieses Unterbewusste, nenn es Unterbewusstsein, weil diese ganze Denkweise und Sichtweise
Lebens der anderen Personen für dich so aktiv ist. Und daraus zu treten und neu anzufangen als göttliches Wesen und dir zu erlauben, erstmal komplett fehlerfrei, schuldfrei, Sühne, sündefrei zu sein, weil du weißt, dass diese ganze Scheiße, die jetzt in dir aktiv wirkt, nicht um eine willentliche Erlaubnis gefragt hat, sondern dich in einem Zustand, wo du klein, jung warst, hypnotisch offen, in dich eingetreten ist, ja? Das ist passiert. Das ist bei uns allen passiert. Und wir müssen uns dafür keine Schuld geben. Wir müssen uns dafür nicht schämen. Wir müssen uns dafür nicht schlecht fühlen oder was auch immer uns das eintrichtert. Sondern es geht wirklich darum, das zu erkennen im ersten Schritt und zu sagen, wow, jetzt wache ich aber auf aus dieser Hypnose und sehe die Wahrheit. Und diese Wahrheit sehe ich eben nicht mit meinen 5 Sinnen, sondern mit meinem 6. Sinn. Mit dem Sinn der Liebe, der in meinem Herzen wohnt. Und das, was ich dir jetzt erzähle, das steckt hinter der Bemühung sozusagen von Dr. Joe Dispenza, Greg Braden, dein Herz und dein Hirn zu verbinden. Aber wenn du nicht weißt, wer oder was dein Herz darstellt und ist und wie es denkt und fühlt und handelt, wird dein Herz quasi immer noch überschattet von diesen verdammten, beschränkten, aktiven Überzeugungen, die in dir aktiv sind. Und dieses reine Herz, ja, ich hatte früher von meiner Großmutter, mein Herz ist rein, darf niemand hinein, nur du, mein liebes Jesuleib. Alles klar, was heißt denn das? Und ich habe immer gedacht, ja, mein Herz ist doch rein, mein Herz ist doch rein. Aber irgendwie fühlt sich's gar nicht rein an, weil ich diese ganze Scheiße so aktiv hatte und nicht mal wusste, wo sie herkommt und warum mir die ganze Zeit irgendwelche Überzeugungen sagen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich falsch bin, dass ich anders sein muss, dass ich endlich besser sein muss, dass ich irgendetwas nicht gut genug mache. Und das ist die größte fucking Lüge, die uns dieses Konstrukt überstülpt. Und ich habe keine einzige Person bei mir im Coaching gehabt, bei dem das nicht aktiv war. Und die wenigsten haben es gemerkt, von was für einem Selbstbild, von einer Überzeugung über sein eigenes Sein, über die ganze Story und Geschichte wir uns definieren. Das alles in den Kübel zu schmeißen, das ist die absolute Voraussetzung, um diese andere Seite kennenzulernen, wer du wirklich bist, in deine Kraft und Power der Liebe zu treten. Und dazu musst du lernen, so zu denken und zu handeln wie ein Gott, wie der Gott, der du wirklich bist in Wahrheit. Wie das göttliche Wesen, sage ich am liebsten, weil Gott ist ja immer noch bei vielen Menschen als ganz spezielle Geschichte belegt. Aber dieses göttliche Wesen, das fühlst du in dir. Spätestens in dem Moment, wo du ein Baby bekommst, wo du frisch verliebt bist, wo du in kompletter Liebe dir erlaubst zu sein. Und ehrlich gesagt, das sind so wenige Momente, wo wir uns diese Erlaubnis geben. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, das zu kapieren, und zu sagen, ich will diese Momente ganz groß und großartig und ganz, ganz oft spüren und fühlen. Ich will aus diesem Gefühl heraus mein Leben sehen. Ich will so denken, so fühlen und so handeln. Und es ist heftiger Tobak, diesen Switch zu machen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber das ist meine absolute Mission, dieses Teaching zu machen, dieses Teaching weiterzugeben. Leute zu bevollmächtigen, zu ermächtigen, anderen Leuten wieder diese wahre Sichtweise aus ihrer wahren Liebe, aus ihrem wahresten Inneren heraus zu ermöglichen.
Und wir haben gestern dieses letzte Mini-Mastermind gehabt und es war auch wieder so fantastisch. Und diese Shifts in der Perspektive, in der Selbstwahrnehmung, die dort passieren dürfen, ist sowas von befreiend. Und das ist nur der Anfang. Das ist wirklich, wirklich nur der Anfang. Und ich lege dir so sehr ans Herz, dir das anzuschauen, was ich jetzt anbiete. Einerseits Master of Divine Healing, wo dich in diese Energie deiner Wahrheit, deiner göttlichen Intelligenz reinbringt und dafür sorgt, dass dieses Denken in dich initiiert wird, dass du weißt, wie ein göttliches Wesen funktioniert und denkt und welche Kraft und Macht es für sich selber und für andere hat und wie sich die Energie anfühlt. Und wenn du das weißt, im nächsten Schritt, die nächsten 2 Monate, die Ausbildung zum Master of Divine Creation, sorgen dafür, dass du ein neues Denken, ein göttliches Denken, diesen göttlichen Mind, diesen göttlichen Mindset kennenlernst und für dich anzuwenden lernst. Darin liegt die Kraft und die Power der Transformation, weil nur das, was du sehen kannst, was du dir vorstellen kannst, was du für dich annehmen kannst, wird durch dich aus dir heraus erschaffen und kreiert. Your imagination is God, Neville Goddard. Deine Vorstellung ist Gott, ist der Schöpfer. Deine Vorstellung erschafft und erschöpft. Und mit diesem kleinen Mini-Mini-Mind, der dich so einengt und der dich so runtermacht und der dich so niedrig macht, erschaffst du kleines Mini-Zeug in deinem Leben. Aber dafür bist du nicht hier. Du bist hier, um auf dieser Seite Großes und Großartiges zu erschaffen und zu erschöpfen. Gott will sich selbst erfahren durch dich. Aber ein Gott, der sich durch dich erfahren will, möchte nicht diesen kleinen mini eingeschränkten Teil, der dir hypnotisch einfiltriert und gepflanzt worden ist und aktiviert wird permanent, weil du nicht auf die richtige Seite schaust, sondern ins Außen. Glaubst du wirklich, dass wenn es diese göttliche liebende Intelligenz, diese göttliche Liebe gibt, diese Energie, dieses göttliche Bewusstsein gibt, das ich hier erfahren möchte, auf Erden durch dich, dass es Bock hat, so kleine Brötchen zu backen, wenn es so viel mehr gibt, so viel unendlich mehr. Du bist hier, um dich auszudehnen, du bist hier, um größer zu werden, du bist hier, um dieser göttlichen Intelligenz neue, großartige Erfahrungen zu erlauben, die in dir wohnt. Pack's an! Den Scheiß hier kennst du, den kennen wir. Da sind wir fertig damit. Das braucht kein Mensch mehr. Das haben wir jetzt über Jahrhunderte hinweg wieder kreiert und wieder kreiert. Schluss damit. Raus aus diesem kleinen Dreck. Rein in deine göttliche Wahrheit und nimm alle mit. Bring dich selbst in diese Position, auf die du gehörst. Bring dein wahres Selbst heraus, dein wahres Selbstkonzept. Wisse, dass alles aus dir heraus entsteht. Jeder Mensch, jede Situation, alles, was du siehst, wird nur durch dich wahrgenommen. Lerne es, aus der göttlichen Perspektive wahrzunehmen und verabschiede dich von dieser negativen, kleinen, einengenden, menschlichen Perspektive, die du nicht bist. Nicht. Du bist die göttliche, absolute Perfektion und Liebe. Perfekte Liebe. Lerne es zu sein. Lerne deine Wahrheit zu sein. Lerne aus deiner Wahrheit zu denken, zu fühlen und zu handeln. Du hast immer noch die Möglichkeit, dir die 3 Mini-Masterminds zu kaufen. Da hast du 3x2 Stunden Input aus dieser Warte. Und wenn dich das anspricht, komme bitte in dieses Kombi-Package Master of Divine Healing, Master of Divine Creation und stelle dich zur Verfügung im Anschluss daran, andere
anderen zu helfen, anderen die Hand zu geben, anderen diesen Transit zu machen von dieser menschlichen, eingeschränkten, leidenden Opferseite in ihre göttliche Wahrheit zu kommen. Ich werde für jeden Coach, der möchte, auf meinem Homepage, auf meinem YouTube-Kanal alle Bekanntheitsmöglichkeiten ausschöpfen, dass du gebucht wirst, dass die Menschen alle Coaches kennenlernen, die diese Transit fertigbringen von diesem eingeschränkten menschlichen Mind in diesen göttlichen Mind, in die Wahrheit. Weil das braucht so dringend, weil wir haben es nicht gelernt, so zu denken. Wir haben es nicht gelernt, diese Welt als Gott zu sehen. Wir haben es nicht gelernt, in unsere Schöpferkraft einzutreten. Wir sind immer noch gefahren von diesem ganzen Automatismus, der aktiv ist. Und das zu deaktivieren durch neue Vorstellungen, durch neue Gedanken, durch Neues, was sich in uns aktiviert, automatisch. Ein neues Leben für uns und für andere zu erschaffen. Weil verdammt nochmal, wenn es unbeschränkte Möglichkeiten gibt, warum sollen wir beschränkte Möglichkeiten für uns annehmen? Und dieser neue Mindset ist so fremd. Und ich sage es nochmal, auch in den anderen Coachings, die ich jetzt gemacht habe, Divine Money, du musst deinen Verstand verlieren, diesen verdammten Verstand, der dich festhält in deinen Einschränkungen, in deinem Leiden und in deinem Opfern. Es geht darum, den Verstand zu verlieren. Und meine Teachings, die blasen dir den Verstand raus. Und es ist gewollt und es ist wichtig, weil genau dieser Verstand, diese Überzeugungen und diese Ansichten, die stehen dir im Weg und erlauben es dir nicht, in deine göttliche Wahrheit, Größe, Ausdehnung, Kraft, Bestimmung einzutreten. Und es ist jetzt, 2021, mit hundertprozentiger Sicherheit das Jahr, an dem es um das geht. In dem es um das geht. Es geht in diesem Jahr nur um das. Wer du wirklich bist, als göttlicher Mensch auf Erden, als göttlicher Schöpfer in Menschengestalt. Es geht genau nur darum. Und im Verlauf dieses Jahres wirst du mehr und mehr verstehen, was ich dir sage, jetzt. Und wenn du jetzt schon dabei bist und, wie Esther Hicks so schön sagt, mitgehst an die Leading Edge, kannst du so eine große Hilfe für die Menschheit sein, diesen Transit zu machen. Und ich möchte dich dabei unterstützen. Ich möchte, dass du begeistert bist. Ich möchte, dass du überzeugt bist. Und ich möchte, dass du dran bleibst. Und genau deswegen habe ich jetzt dieses Programm so erbaut, dass du nachher, während du anderen Menschen hilfst, diesen Transit zu machen, auch selbst immer weiter für dich wächst und dich weiterentwickelst und entwickelst. Weil ich habe gemerkt, dass wenn die Coachings vorbei sind und da nichts weitergeht, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du wieder in deinen alten Scheiß zurückfällst. Und das möchte ich dieses Mal verhindern und auch in Zukunft verhindern. Und nicht nur meine Coachings anbieten, sondern auch meine Marketingfähigkeiten, mein Business Knowledge dafür einsetzen, dass hier Menschen draußen sind, die schreien, juhu, ich kann dir helfen, komm raus aus deinem Leiden, aus deiner Misere, aus deiner Kleinheit und werde riesig groß. Und das ist das, was ich anbiete, das, was ich weiß, was ganz, ganz wichtig ist und das, was der nächste Schritt ist, dass du nicht selber irgendwie meinst, wie kann ich mein Coaching auf die Straße bringen, das wird vielleicht später noch kommen, aber dass du diesen Zwischenpunkt hast, wo du üben kannst, wo du mich im Hintergrund weiter hast, und gleichzeitig dennoch aktiv bist, um anderen Menschen zu helfen, ein Vorbild zu sein und die Wahrheit zu sprechen. Wie viele Leute sprechen hier diese kleine Einschränkung? Wie viele Leute machen dich schuldig? Bla, bla, bla. Und gestern auch wieder in diesem letzten Mini-Mastermind, da war auch eine Lady dabei, die hat letztes Jahr bei mir, wo ich noch 1:1 Coachings 2 Monate intensiv gegeben habe, gemacht habe. Die hat mir tatsächlich, das wusste ich gar nicht, hat mir gesagt, 15 Jahre Psychotherapie
haben ihr nicht das gebracht, was diese 2 Monate im Coaching mit mir für sie und für ihr Leben gebracht haben. Beziehungen verbessert, ihre Lebensqualität, Lebensfreude verbessert. Nur weil ich ihr geholfen habe, aus diesem Bullshit hier rauszukommen und die richtige Sicht anzusetzen. Genau. Hallo ihr Lieben. Hat denn einer von euch eine Frage, wenn wir jetzt gerade hier so schön zusammen sind? Ihr könnt auch in der Gruppe, wirklich, ich habe es jetzt voll bereinigt, es sind einige Leute gegangen, es sind wieder neue Leute gegangen, weil es mein Anliegen ist, dass wir hier wirklich aktiv uns unterstützen, dass hier jeder aktiv seine Fragen stellen kann, dass jeder aktiv sich hier präsentieren kann mit dem, was ihn gerade bewegt und hier auch unterstützt wird, soweit es geht in diesem Rahmen von diesem eingeschränkten Mindset in seinen göttlichen Mindset zu kommen. Kommt in Kommunikation. Keiner ist hier, um sich zu verstecken, weil wenn du weißt, wie göttlich perfekt du bist, darfst du dich auch zeigen. Und du bist so viele Menschen sind hier und haben das Gefühl, niemand darf mich sehen, weil irgendetwas an mir falsch ist. Aber du bist hier, um zu zeigen, dass nichts an dir falsch ist, um rauszugehen, um dich dem Leben zu präsentieren, damit dich das Leben verwöhnen kann. Aber solange du noch irgendwo diesen Mindset hast, dass irgendeiner irgendetwas an dir nicht sehen darf, weil es nicht in Ordnung ist, kann das Leben dich nicht so beschenken, wie es möchte, weil du versteckt bist. Es ist das A und O, dass du dich dem Leben zeigst, damit dich das Leben verwöhnen kann, so wie es möchte. Nimm diese Plattform und ich tue das nachher noch auf YouTube. Wenn du auf YouTube bist, komm auf Facebook und komm hier in die Gruppe, sei live dabei bei meinen Videos. Ich kann nicht gleichzeitig auf YouTube und auf Facebook streamen. So, wie ist das zum Beispiel mit Suchtverhalten loslassen? Ist das Spam, ich bin die Macht oder ist es ein Prozess? Das ist eine ganz, ganz geniale Frage. Vielen Dank. Es kann Bam sein. Also was zum Beispiel, ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück, was bei mir mit dem Rauchen passiert ist. Ich sage mal kurz meinen Denkprozess. Und dann sage ich nachher noch mehr dazu. Also bleibt noch dran, wenn euch das Thema Sucht interessiert, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Ich wiederhole es auch gerne noch in dem Video, wenn ihr das suchen wollt, bei mir auf YouTube mit der Jacqueline. Adventsvorträge mit Jacqueline haben wir auch über Sucht gesprochen. Ist es meine Bewusstseinsmuskeln zu trainieren? Genau, also als ich Rauchen aufgehört habe ich mir folgende Fragen gestellt. Die erste Frage, warum rauche ich? Was will ich von dieser Zigarette? Was will ich von der Handlung des Rauchens? Was erwarte ich davon? Entspannung, Ruhe, Bestätigung, ein kleiner Moment, in dem alles in Ordnung ist. Ja? Vor allem dieser Moment, in dem alles in Ordnung ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, damit ich mir erlaube, diesen jetzigen Moment, der übrigens der einzige Moment ist, den ich habe, als einen perfekten Moment anzusehen, in dem ich entspannt, in dem ich okay, in dem ich Pause habe, in dem ich nicht gestresst bin. Brauche ich den Erlaubnisgeber Zigarette? Brauche ich den Erlaubnisgeber Zigarette? Und da muss ich mir sagen, nein, es ist deine Entscheidung. Du nimmst nur diese Zigarette und entscheidest Dinge damit. Jetzt habe ich Pause, jetzt darf ich mich entspannen, jetzt muss ich gerade eine Minute nichts anderes machen, jetzt ist alles gerade mal in Ordnung. Und du kannst jeden Moment entscheiden, dass dieser Moment so für dich ist, dass es dieser Moment ist, oder Eckhart Tolle, The Power of Now, auch Dr. Joe Dispenza, du hast nur jetzt, alles ist jetzt in ganz vielen parallelen Realitäten. Und in welche parallele Realität setzt du dich jetzt? Und mit der Zigarette erlaubst du dir nichts anderes als die Realität
für dich zu kreieren, dass alles in Ordnung ist, dass kein Stress gerade ist, dass gerade Pause ist und dass du gerade absolut in Ordnung und in Ruhe gelassen wirst. Und das ist ein State of Mind. Dazu brauchst du nichts. Dazu musst du nichts suchen, damit du diesen State of Mind haben kannst. Du brauchst keinen Erlaubnisgeber suchen. Sucht kommt von suchen. Ich suche einen Weg zu etwas, zu einem Zustand, den ich mir so sehr wünsche, wo ich glaube, dass dieser Zustand nicht in mir existiert. Aber du weißt jetzt, jeder Zustand wird von dir generiert und existiert in dir, ohne eine Bedingung und ohne einen einzigen Erlaubnisgeber. Einfach nur allein, weil du es entscheidest. Ein Erlaubnisgeber für eine Entscheidung brauchst du nicht. Du kannst einfach entscheiden, was für dich am allerbesten ist, aus der tiefsten Liebe zu dir, zu dem Leben, das du für dich erschaffen hast. Und jeder andere Mensch da draußen wird von dir erschaffen. Das ist eins der schwierigsten Teachings. Everyone is you pushed out. Jeder entsteht nur in dir und er ist das, was du ihn siehst. Und nochmal, Neville Goddard, niemand da draußen hat einen freien Willen, weil du alles kreierst, weil du aus deinem Mindset, aus deiner Vorstellung und aus deiner Überzeugung alles kreierst. Und nochmal zurück zur Sucht, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Du musst nichts suchen. Du brauchst keine Sucht. Alles kann in dir generiert werden durch eine einzige Entscheidung. Und was dir im Weg steht, um diese wunderbaren Gefühle zu entscheiden, sind diese Gedanken, diese Überzeugungen, dieses Weltbild, diese Einschränkungen, wer, wie, wo, was sein darf, zu haben hat, zu tun hat, was es denn für Voraussetzungen braucht. Ja, unser ganzes Bildungssystem ist so aufgebaut, du kannst erst das, du musst erst das und das und das und das machen, bis du das machen kannst und darfst. Aber es wäre so einfach, dir die Erlaubnis zu geben, einfach die wunderbarste Vision zu sein deiner selbst und dann zu sehen, wo will ich mich weiterentwickeln, was will ich noch mehr lernen und nicht, was muss ich lernen, um zu. Es ist alles dieser Hirnschiss, mit dem wir infiltriert worden sind, der einfach nicht stimmt. In Amerika machst du eine Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär. Also wenn es in Amerika möglich ist, dann ist es auf der ganzen Welt möglich. Und es ist nur der Mindset. Und der Tellerwäscher, der lernt einfach zu wissen, dass er ein Millionär sein kann. Dass du alles sein kannst, was du willst, aber aus deinem göttlichen, unlimitierten Sein und Bewusstsein raus. Und Sucht ist die Abwesenheit. Also du bist in einem Abwesenheitsbewusstsein, in einem Mangelbewusstsein. Weil was du suchst, ist nicht bei dir. Und wenn du nur verstehst, dass alles, was du entscheidest, bei dir ist, musst du nie wieder suchen. Dann heißt es einfach nur, du hast ein Gefühl, ich brauche das und das und das jetzt. Und dann sagst du, gut, danke. Und das ist Divine Healing übrigens. Du machst dir Downloads von diesen Gefühlen, von diesen Emotionen, von den Vorstellungen. Und du hast sofortige Manifestationen in deinem Körper. Du spürst es sofort, wie es sich anfühlt, wenn es da ist. Und das geht von einem Moment auf den anderen. Am 6., das ist glaube ich morgen, macht ja die Susi um 17 Uhr ein Divine Healing. Die Maria hat eins gemacht, das ist hier noch in der Gruppe. Suche einfach nach Divine Healing in der Suchfunktion und schau dir an, wie das funktioniert. Und das ist toll. Lern es, komm, mach dieses Kombi-Angebot. Tret in deine Kraft, veränder dein Leben, veränder deine Welt, finde deine Weltsicht, deine Selbstansicht. Und gebe damit allen anderen die Erlaubnis, aus ihrem verdammten Gefängnis rauszukommen, das sie sich selber gebaut haben. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, glaube ich, ist es nochmal eine ganze Menge Input gewesen. Oh, da ist noch was, sehe ich jetzt gerade. Was macht man,
wenn man eigentlich gerne in der Natur ist, die Ruhe genießen tut, sich gerne zu Hause zurückziehen tut, dennoch Geld verdienen muss, um über die Runden zu kommen, präsent in der Öffentlichkeit zu sein, im Gegensatz zu dem, was man im Inneren begehrt. Geile Frage. Warum? Ist immer die Frage, ja? Warum hast du diese Vorstellungen, dass du dich nicht genauso fühlen kannst wie in der Natur, wenn du Geld verdienst, wenn du in der Öffentlichkeit bist? Warum glaubst du, du darfst nicht dich selber sein? Warum glaubst du, dass du deine innere Ruhe in dir alleine nicht generieren darfst, ohne eine Bedingung vom Außen, ohne dass jetzt gerade Natur ist? Weil du kannst es immer generieren. Du kannst diesen Zustand, diesen Seinszustand, diese Ruhe, all das, was sich so gut anfühlt für dich, bedingungslos als deins anerkennen und sagen, ich bin das, ich bin Ruhe, ich bin Liebe, ich bin Schönheit. Und so gehst du in die Öffentlichkeit. So, die bist du in Wahrheit und die darf jeder sehen, diese Person. Auszusteigen aus diesen Vorstellungen, wie man sein muss, wie man zu sein hat, damit man erfolgreich ist, das ist so wichtig, denn du kannst einfach sagen, ich bin erfolgreich. Ich kreiere lauter Menschen, die mich lieben. Ich sehe, dass die Menschen mich lieben, weil ich habe in meinem Universum das kreiert, dass ich die bin, die in der Öffentlichkeit als ruhende, liebende Version, göttliche Version wahrgenommen wird. Das bringt mir Erfolg. Ich entscheide, dass ich nicht Geld verdienen muss, indem ich mich verstelle, sondern dass ich Geld verdiene, indem ich selber bin. Das sind alles Entscheidungen. Es ist so stark, das ist so harzig, diese Vorstellungen. Und ich sehe diese Vorstellungen, die dich einschränken. Ich habe ja nur einen ganz kleinen Teil jetzt hier rausgeholt. Die sehe ich in dem, was du schreibst. Weil in dem, was du schreibst, zähle ich, was du denkst, was du für Einschränkungen dir selbst auferlegst und was du dir nicht erlaubst, sehe ich schon allein in diesem einzelnen Satz. Und das richtig zu rücken, ins richtige Licht zu rücken, dich ins richtige Licht zu rücken, in dieses göttliche, wahre Licht zu rücken, das ist dein Job. Und nicht irgendetwas zu machen oder anders zu machen, sondern du darfst ein anderes Selbstbild von dir haben und du darfst dir eine andere Realität kreieren, in der du aktiv bist. Und das machst du so lange, bis sich das Außen dir widerspiegelt. Und es ist gerade nicht so. Aber du darfst dir schon erlauben, du musst dir schon erlauben, diese neue Person in der neuen Realität zu sein, dass sich die Realität verändert. Das ist das Schwierige. Weil solange du im Außen und die Umstände als Feedback nimmst, wirst du immer wieder diese Rückwärtsschlaufe machen. Dein Leben wird in deinem Inneren kreiert und gelebt, bevor deine Augen und deine anderen äußeren fünf Sinne dieses Leben außen schon erkennen. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Deswegen ist es so wichtig, wirklich dran zu bleiben, mit Menschen sich auszutauschen, mit jemand anderem zusammen. In meinem Coaching kommst du in diese Realität, in deine Wunschrealität und da bleibst du da drin, bis sich im Außen sich der Beweis ergibt, dass es so ist. Was haben wir denn dann noch? Man muss es nicht immer als eine Sucht sehen, wenn jemand raucht. Nein, das muss man nicht, überhaupt nicht. Aber du musst sehen, ob was du damit bezwecken willst, ja? Und du darfst ja auch dir manchmal Erlaubnisgeber oder Erlaubnisgeber suchen. Auf jeden Fall. Wir suchen uns die ganze Zeit Erlaubnisgeber, diese ganzen Denkprozesse, die uns die Erlaubnis geben, in unsere Göttlichkeit einzutreten, das sind auch Erlaubnisgeber. Wir brauchen Erlaubnisgeber für diese ganzen Sachen. Aber wie gesagt, suchen im Außen führt zu Sucht. Du bist süchtig nach Suchen. Und solange du jemand bist, der sucht, suchst du. Und wenn du suchst, hast du nicht. Aber wenn du jemand bist, der schon hat,
Und diese Person bist, die dieses Leben hat, die diese Gedanken hat, die die Wahrnehmung hat, dass ich von allen Menschen geliebt werde und unterstützt werde, wenn ich diese Person bin, bevor mir im Außen alles gezeigt wird, dann wird es mir im Außen gezeigt. Und wir haben in meinen Coachings, wir manifestieren uns so geile Sachen, ja? Wir manifestieren uns Liebeserklärungen out of the blue. Warum? Um es zu merken, um Beweise zu kriegen. Und du kannst dir Sätze manifestieren von Leuten. Und plötzlich kriegst du einen Satz. Du kannst anfangen und sagen, heute kriege ich einen Kaffee geschenkt. Heute kriege ich eine Liebeserklärung. Und wenn du diese Person bist, jetzt schon, living in the end, Neville Goddard, kommt diese Liebeserklärung out of the blue, von irgendwo her, wo du dir das nicht vorstellen kannst. Aber das hast du manifestiert. Und ich könnte hier stundenlang noch, und ich werde mir Mühe geben, mehr von diesen Manifestationserfolgen mit euch zu teilen, weil die ja immer wieder so viel Mühe, so viel Mut machen. Und aber gehe davon aus, zum Abschluss dieses Videos, alles, was du im Außen siehst, ist von dir im Innen kreiert worden, in deiner Vorstellung. Und auch jegliche Befürchtung kreiert eine Vorstellung, einen Zustand, einen Seinszustand. Und wenn du eine Befürchtung lange genug nährst, dann wird sie sich manifestieren. Geh und schau in dein Leben, wo sich Befürchtungen manifestiert haben. Nonstop, permanent. Ich weiß, jedes einzelne Event in meinem Leben, jede Situation habe ich untersucht. Wer war ich? Was habe ich gedacht? Wovon war ich überzeugt? Ja? Eine Befürchtung ist ja auch nur eine Überzeugung von einem zukünftigen Zustand. Und es war immer zuerst in mir und dann im Außen. Jedes einzelne Mal. Und du musst keine Angst haben, dass Gesetz der Anziehung dir Übles bringt. Es passiert nur, wenn du dir nicht bewusst bist, welche Überzeugungen du permanent nährst. Welches Weltbild und welches Selbstbild von dir du permanent nährst. Und da dahinter zu kommen, ist Schritt 1, und Schritt 2 ist zu sagen, wie will ich es denn haben? Und dann Schritt 3, so lange darauf bestehen, dass deine innere Realität die Wahrheit ist, bis du im Außen den Beweis bekommst. Und dieser Time Gap, der entsteht nur dadurch, dass halt immer noch Sachen und Überzeugungen aktiv sind, die dir noch nicht erlauben, in dieser neuen Realität voll und ganz zu existieren. Und wenn du dir, ich rede immer von der Partnerschaft, wenn du dir eine Partnerschaft wünschst, egal ob du einen Partner hast oder einen neuen Partner möchtest oder einen alten Partner zurückhaben möchtest, dann musst du wissen, wer du in dieser Partnerschaft bist, wie du denkst, wie du fühlst und wie du handelst, was deine Überzeugungen sind von deinem Partner. Aber wenn du irgendwelche alten Partner hernimmst und daraus deine Überzeugungen und deine Rückschlüsse kreierst, dann wirst du wieder so einen Partner bekommen. Und zu allerletzt noch, ich habe ja so viel zu erzählen, ich hoffe, du kommst in mein Programm. Zu allerletzt ist es tatsächlich oft halt so, dass wir, das haben wir auch kennengelernt, irgendwo dann Vater- oder Mutterpartner uns kreieren. Weil diese aktive Überzeugung so dominant ist in uns, wie ein uns nahestehender, liebender weiblicher Part oder männlicher Part funktioniert. Und da hat es gar nicht so auf Geschlechter zu tun. Also ich habe jahrelang die Überzeugung, die ich meiner Mutter gegenüber gehegt habe, auf Männer projiziert. Das ist mir auch nicht schwer gefallen. Also, da reicht einfach nur zu sagen, ja, du stehst nahe, du sollst mich lieben, aber wenn du mich liebst, dann weiß ich, du bist so und so und so und so und so. Weil meine Mutter hat mich ja scheinbar auch geliebt, aber die hat mich im Stich gelassen, die hat mich nicht unterstützt, die hat mich beschimpft und abgelehnt. So.
Also, du lieber Schatz, du liebst mich ja scheinbar auch, aber ich gehe mal davon aus, dass du mich beschimpfst, dass du mich ablehnst und dass deine Liebe eben so aussieht, weil ich es halt nicht anders gelernt habe, weil ich es nie bereinigt habe, weil ich es nicht klar gekriegt habe. Und dann kriege ich es halt so lange, bis ich da aussteige, weiß, wer ich wirklich bin und dann mir neu kreiere, wer ist der Partner von dieser wunderbaren göttlichen Patricia? Wie sieht er aus? Was hat er? Wie geht er mit mir um? Was denkt er über mich? Wie behandelt er mich? Das kreiere ich alles schön selber. Kannst du alles haben? Alles kannst du haben. Du musst nur wissen, wie, und du musst üben, üben, üben. Und ich lade dich ein, wirklich in dieses Hammer-Angebot, dieses Kombi-Package Divine Healing, Master of Divine Creation, für dich und andere dieses grandiose Leben zu kreieren. Just do it. Ohne Witz, dieses Investment, ich habe es so, so klein gehalten. Ich habe es so klein gehalten, dass ich es jeder möglich machen kann. Aber ich habe es so groß gemacht, dass nur die dabei sind, die es wirklich, wirklich, wirklich wollen. Und darum geht's. Weil wir wollen alle Ergebnisse haben. Aber wenn wir nicht all in gehen, dann haben wir nicht all in Ergebnisse. Und deswegen braucht es eine gewisse Energie von dir, ein gewisses Investment von dir, dafür, dass es dich all in schmeißt. Wenn es zu klein ist, dann haust du wieder ab, wenn es schwierig wird. Dann haust du ab, wenn es unbekannt wird. Dann haust du wieder ab, wenn es eigentlich dranbleiben, persist, persist, persist braucht. Und dann war das Investment zu klein und dann sagst du, ja, dann war es halt nichts für mich. Darum geht's. Energie. Die Energie, die du in etwas investierst, zeigt dir nachher, was dabei rauskommt. Und du kannst alles draus machen aus dieser Energie. Du hast alle Möglichkeiten. Also, Ärmel hoch, los geht die Arbeit, raus aus dem alten Scheiß, rein ins neue Paradies. Es ist für alle möglich, für alle, weil wir sind alle gleich. Und wir sind alle ganz bestimmt nicht die Opfer unserer Emotionen. Also, ihr Lieben, ich freue mich auf euch. Ich mache noch 20-minütige Gespräche, wenn einer noch Fragen hat für dieses Programm. Kannst du dich eintragen bei mir auf der Homepage, kostenloses Infogespräch anfordern. Kannst du mich noch fragen. Grundsätzlich geht das Master of Divine Healing am 7., also übermorgen, los. Es ist der erste Kurs, ist im Selbststudium, 10 Tage lang. Das kannst du auch nachher noch dich anmelden, dann musst du halt ein bisschen selber selbst studieren. Und dann legen wir los mit den Live-Coachings vom Divine Master of Divine Creation, wo wir uns einmal in der Woche treffen, wo wir uns in der Facebook-Gruppe täglich austauschen, wo du an deinen Sachen arbeitest. Während ich dir beibringe, wie du deine Themen transformierst, lernst du, wie du anderen helfen kannst, deine Themen zu transformieren. Sorry, aber besser geht's nicht. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüssi.